So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea 2. Aufnahme läuft perfekt. Wir haben die Krähe wieder getroffen und ich würde sagen, dann mache ich einfach hier nochmal das Replay Narration, damit ihr nochmal alles mitkriegt. Ever since that odd dream, or even before that, you had a sense of the world being wrong. It is a fleeting feeling, a butterfly that flutters in your gut every now and again. You ignored it before, but now its intensity makes you fall to your knees. And as you look around, searching for a reason, a black crow lands on a branch and stares at you intensely. So, wir haben jetzt drei Optionen und ich schätze, jede davon steht für zwei Domänen. Wir haben This Crow Reeks of Darkness. Attack it. Das ist definitiv einerseits Light und einerseits Turmoil. Dann haben wir zwei. Do nothing, it is merely a crow. Either a beast of nature or a harbinger of mystery. But still only one crow. Leave it be, but observe it. Also, Nature, Intellect. Reach out to the creature to show that you are no danger to it and you wish to communicate. Perhaps it requires aid or perhaps it is a servant of magic and will share some knowledge with you. Das heißt, wir haben hier Harmony und Magic. Lada hat Harmony und Intellect. Wir können also zwei oder drei wählen und ich finde drei passt am besten. True to your path, now as you were when you showed the failed chosen mercy and compassion. Personally, I do not like such emotional interference, but it is truly the path of harmony that you walk, as you were asked to do. Ask the crow what it wants from you. Why does it speak of your divine duties? I am no one of importance, at least not to you, but I do have a question for you. Why are you needed? Why don't your gods send armies of chosen to solve this world-shattering problem? And do you think you have reached your true potential yet, chosen one? Say that you do not question the will of the gods, surely they have their reasons. Naja, wir sind ja quasi komplett unter dem Einfluss von Lada. Ansonsten, you walk your own path and care little for what the gods think. Admit that the question has crossed your mind and ask if it has answers. Komm, passt eigentlich zu Intellect, die Frage. An inquisitive mind is the brightest, yes. I do, but I will not share them with you. I am merely here to point you in the right direction. If you wish to unlock your true potential, you must find out why the gods remain weak. Follow your divine path and search for the truth. Jetzt haben wir Find Harmony's path, trust in intellect to lead you. Ich würde sagen, wir nehmen Harmony. Harmony ist toll. So, possible weather condition. Ach, es ist Frühling geworden, das ist sehr gut. So, wir haben hier jetzt erstmal ein Riesen-Level-Up. Destiny für ihn ist gut, glaube ich. Ja, hat einiges da, was da sehr gut passt. Das gefällt mir gut. Intelligence ist gut. Intelligence ist auch hier gut. Inspire ist eine nette Sache, aber ich glaube, das hier ist... Ja, wobei, Inspire passt wirklich gut. Und hier, wie gesagt, wir wissen nicht, ob du irgendwelche Wahrnehmungssachen kriegst. Darum geben wir dir Brute Force. So. Das heißt... Wir haben jetzt hier noch einen weiteren Ort gefunden. Ich werde aber erstmal hier die Sache mit dem Schmied anfangen. Kennen wir. Ja, wir finden deine zwei Enkelinnen. Die kann man auch echt in den unterschiedlichsten Situationen finden. Das finde ich sehr interessant. Oh, wir können Kräuter sammeln. Kräuter sind gut. Da fällt mir ein, können wir eigentlich jetzt gerade bei Materialien... Wir können zumindest schon mal ein paar von denen machen, wenn es passt. Wir haben 10 exakt von denen. Ah, einer zu wenig von den Punkten. Kacke. So, ich weiß, das hier müssten... Ach nee, das sind wahrscheinlich beides Punkte, die mit der Hauptquest zu tun haben. Naja, komm. You find the lake where Bodan's granddaughters may be hiding. Search for them. You see several women dancing in a circle by the lake. There's a child sitting inside a circle, staring up in awe. The sweet melody of the song draws you in. Destiny, a magic user, you will not be swayed by the charms this easily. Keep your head clear and approach. The Rusalka's song is beautiful, but luckily it does not affect females as much. Walk up to them. You walk up to the girls and two of them turn to you, startled. The third one continues her song and dance uninterrupted. One of the two speaks up. Hey, you're not supposed to disturb us. Do we have to stop now? She asks the other, who shrugs and looks to the third, who is still ignoring the whole thing. Ask if they are Eva and Anya,
Bodan's granddaughters. Oh crap, Grandpa sent you? Just tell him to leave us be. We're exploring our roots, finding our true identity. He can't stop us, you know. Tell them you were expecting children. Yeah, well, both Mom and him, they treat us like babies all the time. They're like so old and grumpy, they just don't get us. Anya's sister nods vigorously. The third Rusalka frowns and whispers something to the two sisters. Anya turns to you again. Oh, we have to go now. We must finish this dance properly, like... You best go. Wisdom or Water Demon, ask if they are going through the initiation by drowning the child so it may be reborn as one of them. Oh yes, exactly that. Ask whether mother hasn't done this herself. Oh, Mom's more of a dwarf wife than a Rusalka, you know. She's like the dwarven heritage teaches us to respect life and work with light, create things, and the demon world is dark and dangerous and seductive. She never even took us to the lake, lame. The sister nods vigorously again, but looks a bit unsure, as if expecting her granddad or mom to pop out at any minute to scold her. So their mom is a dwarf and doesn't remind them that their grandfather is old and sick and he was left to watch them. If they do this now, they will dishonor him. Encourage them to follow their nature, as my mom's a dwarf. Well, yeah, I mean not physically, like, you know, she's shorter and stockier than us, and our uncles accepted her as one of the family, said she has the stone heart and iron will of a true dwarf wife, or whatever. And your father? The girls look sad. He died chasing some cultists decades ago. But he never told us to be dwarves, you know. He said we should follow our hearts, like he and Mom did, so we are. Hm. Ich würde sagen, wir versuchen das. Das könnte bei unserer Truppe sogar klappen. Yay! This time, also erstmal remind them their grandfather was old and sick, and he was left to watch them. If they do this now, they will dishonor him. This time, Eva, the quiet sister, speaks up. I suppose Grandpa would feel really hurt, and his honor is already wounded. We can do this another time. We thank you for reminding us. We will go back now. She tugs at her sister. Look to the other sister and see if she follows. Anya nods and follows her sister. The third Rusalka looks rather perplexed at all of this, but she shrugs and also starts to leave. The child remains confused and about to cry. Sisters look ashamed of themselves. Come on, kid. We'll take you back to your mama before Grandpa whoops our asses for this. Leave. Oh, Rusalka. Nett. Dann können wir direkt noch zurückgehen. Hey! So you found them, rascals. Come in. Tell them the girls wanted to become true Rusalkas but drowning a child. You convinced them otherwise. I heard. Drowning little children just like your grandma. Well, y'all be glad to know I aim to knock some sense into those dumb heads of theirs. There'll be no Rusalka business under my roof. Oh, and here, your reward is promised. Ask if perhaps someone should teach them about their heritage, just maybe in a safer environment. What, like a nice way to be a water demon, eh? There ain't one. Their grandma drowned three of her wee ones before I talked some sense into her. And I swore to my daughter those ones will stay away from that rubbish. They need to be done with this silliness and learn to live like the oddities we all are. That is that. Now excuse me, but I need to knock some sense into some young minds now. You take care of yourselves. Take him and leave. Oh, netter Hammer. Es ist keiner unter 0, oder? Die hat ein bisschen was abbekommen, aber das kriegt sie schon hin. Also das hält sie aus. Ich glaube, das ist beides von der Hauptstory, aber ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass das tatsächlich von Harmony... Ich glaube, das ist neu dazugekommen, tatsächlich. Das eine sind halt diese Red Ridge Bandits. Ja, okay, das sollte tatsächlich sich wieder regeln. Komm, wir machen was Leckeres mit Pilzen. So. Huh, alles wieder gut. Na, wir brauchen noch einen weiteren Punkt dafür. Und, wir kommen auf jeden Fall bis da unten runter. Ist die schon wieder so fit da drin? Die heilen sich da ganz gut, aber ich glaube, da nehme ich tatsächlich lieber erstmal den Stinger mit.
Einfach um sicherzustellen, dass alle nachher wieder gut drauf sind, wenn wir da unten hingehen. You come across an unusual group of travelers. A huge spider queen who's sitting atop of a wagon, several smaller spiders rushing around her, a few bees flying, a Zelka and a human warrior. The heated discussion halts when they see you. They draw weapons and stand ready. Hold! Who goes? Shouts the warrior. Tell them you're just passing by. Ask if they need assistance. They cover the wagon, but you spot a lot of blood bones stashed away. They look at each other. The Zerka speaks. You're not one of us, so we do not wish for your help. Please leave us be. Du kannst uns sicher mehr erzählen. Well, I suppose we can share. We were forced out of our nest by humans who took offense at our beliefs. We worship the Lady Dievana, but we see her best reflected as the Spider Queen. The Slavians Slavians felt we were disrespectful. They took her home and burned the young as if they were mere beasts. If you truly want to aid us reclaim our nest, it is rich in blood bones collected over many years. You can harvest them if you like. Ask if they are part of the Stingers faction. Yes, but only in the same way that you are Slavian. We share some beliefs and are kin, but not precisely the same. Kommen wir helfen. Well, you surprised me, thank you. We'll mark the spot where our nest lies. Please hurry before they destroy all we have worked so hard for. Tell them you'll do your best and leave. So, jetzt können wir mit diesen Stingers mal reden hier. Das Design von denen ist echt interessant, mit diesen gepanzerten Armen. So, könnte sogar sein, dass diese Quest uns einen kleinen Vorteil bringt. Oh, wir können natürlich auch mit denen vielleicht mal handeln, so ein bisschen Holz oder Nahrung. Mit den Slaven, die da rumlaufen. Ach, komm, machen wir mal wieder Golubki. Die Stingers spawnen zum Glück immer relativ günstig für uns. So, was haben wir jetzt zuerst? Convince them you're friendly. Oder erstmal, greet your allies. Ask if they want to trade. Trade. Ja komm, ihr habt zum Beispiel Fleisch und ihr habt Edelsteine, die ich weiterverarbeiten kann. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ihr habt Kohle, was mir auch sehr gut gefällt. Und ihr habt Jewelry, aber das bringt Lullaby nicht so viel. Die Axt brauchen wir auch nicht. Aber wir haben da sicher was Passendes, zum Beispiel dieses Knochenschwert. Problem ist, die stehen immer noch im Weg. Ah, jetzt hier. You find the cave of the spider cult's nest. They are indeed Slavian guards posted. Zerka, tell them the gods are not happy with their treatment of the spider cult. Zerka, they do revere the Lady Dievana after all. Oh, yes? We are sorry, we did not mean to offend the gods. They pack up and leave, and the spider cult approaches. Thank you, this is truly unexpected. Please harvest as much of the blood bones in these caves as you wish, and visit us again if you can. Thank them and leave. 13 Punkte, wir können bei den Stingers uns jemanden abholen. Das heißt jetzt aber, wir können auch bei denen dann unter Umständen nochmal... Wie viel haben wir jetzt hier? Maximal 218. Wie viel kriegen wir bei den Materialien jetzt eigentlich hin? Kriegen wir da vielleicht doch jetzt die 200 hin? Sogar ziemlich gut. Oh, nett. Dann kann ich vielleicht auch... Oh, dafür reicht es tatsächlich nicht. Ja gut, dann passt es halt so. Die Hexe steigt wieder auf. Sehr schön. Zeddy's Lover. Nee, Zeddy's Lover. So. Summon Unliving Red. Sehr schön. Was haben wir hier jetzt noch? Trade. Recruit Spiders for a Price. Handeln können wir. Es gibt halt eine ganze Menge Knochen. Die können wir natürlich für Sachen brauchen. Oh, da hätte ich mal schauen können, ob das jemand tragen kann. Wir haben natürlich auch noch eine ganze Menge Kleinkram hier. So passt's. 22 ist Eisen für die wert, das ist hart. So, nothing to do here, leave now. So, dann gehen wir zu den Stingers. Mal schauen, was wir da jetzt dazu kriegen für ein Viech. Ich bin mal so böse und nenne es ein Viech, weil... Es ist halt höchstwahrscheinlich irgendein Insekt oder eine Schlange. Manchmal ist es auch eine Schlange, ja. So.
You find a buzzing hub of animal activity. It looks a bit like a large beehive, but then you also spot some underground pairs and various other nests that are organized into one settlement. Several bees approach you and speak. You know beast. You want fight, or you want trade. Try to speak to them. The last buzzing with alive, but they try to stay clear of you. You can trade or heal toxins, and some spiders may wish to join you for a fee. When you're friends, you can recruit some bees or spider queens, or train your beasts to become stronger, healthier, or wiser. Something's tugging at you. Look down. A small critter likes you and wants to join, but you need to pay the stingers. Take it in. 4000. Zum Beispiel die hier brauchen wir nicht unbedingt. Die geben zum Beispiel dafür nur 15. Komm, das Ding brauchen wir auch nicht unbedingt. Und wir haben hier unglaublich viel noch an Steinen. Also ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt die Steine hier brauchen. So, passt. Wen kriegen wir? Royal Snake. Die ist heftig. Royal Snakes owe their name to their massive size, but also a proud, arrogant demeanor. Descendant from the Zmei, these can be deadly enemies. Schauen wir mal kurz. Brute Force, okay. Also wir sind erstmal 9er Stärke auf Level 1, nett. Neue Destiny und Mysticism sind schlecht. Dann hier, Snake. This character is a snake. Its still glossy eyes make people feel uneasy. Or is it because of the venomous bite it is capable of? Das hat automatisch Showing Off und Bite. Grundsätzlich. Dann Poisonous Bite, was nochmal eine stärkere... Oh, ne, ist es nicht eine stärkere, ist eine schwächere Variante. Ein bisschen langsamer, aber mit Gift. Und Hypnosis. Relax, your head is getting heavy, your eyes slowly close. Imagine you in the good place. Ja. Ich kriege automatisch Lullaby und Hypnotize. So eine Royal Snake ist so ziemlich das Geilste, was du hier kriegen kannst, wenn du mich fragst. Gut, wir wollten da unten hin. Ich bin sehr froh, dass wir die Royal Snake bekommen haben. Also damit kann man arbeiten. Das kann man durchaus sagen. Haben wir hier noch irgendwie was? Was können wir... Nee, wir können auch nicht über die Diamanten bisher raus. Aber passt. Kann ich mitleben. Ah, die Kleine steigt auf. Mysticism. Wie lange braucht die Kleine eigentlich noch, bis sie erwachsen wird? Und ich kann mal schauen, kann jemand das hier noch tragen? Ah, das ist ein bisschen schwer für dich. Puh, das Ding ist aber richtig fett. Ist halt nur schwer wie Sau, aber das kann sie zum Beispiel noch tragen. Die Schlange kann nur Schmuck und Werkzeug tragen. Das heißt, sie hat zum Beispiel generell relativ wenig Physical Armor. Aber besser als nichts. So. Wir wollen da unten hin. Ich hoffe, dass das jetzt nichts von der Hauptquest ist, sondern wirklich die Sache mit der Krähe. A strange crow marked this place on the map and said you would find divine truth here. But when you approach, all you see is the stump of an ancient oak, hollow and forlorn. Beside it, you see a bustling of light swirling in and out, trying to carve its way inside, but unable to break through. Some of these light creatures look humanoid. They may be lightbringers, although they seem to be acting much livelier and more chaotic than the ones you've come across so far. Okay, das ist interessant. Und hier heißt es, wir sollen mit Harmony ankommen. Also, approach carefully after all you were supposed to find enlightenment here, not fight. One of the light creatures turns to you. It is the husk of an older human, but his hair is burned and light escapes through every orifice. His presence is blinding. You, I sense you are made of this tree. Perhaps you can aid us in breaking it. It's ask who they are first. They seem slightly different than the Lightbringers. Harmony, you sense the overwhelming power of this light. It calls even to you, promising harmony. But you know this to be a lie. Open yourself up to your domain and try to show the truth of to these Lightbringers. Esma, wer sind sie? We are the bringers of light, as you call us. But this place, this stump, it is making us corrupted, so we must proceed. We must stop it, so the light can be free. Ask if this has anything to do with the Red Cave, the light beast. The creature's eyes flicker, and they all turn to you for a second before going back to work. The light must be freed. You must not interfere.
Surely you, who are made of light and harmony, will aid us. Licht ist falsch. Harmony, you sense the overwhelming power of this light. Wir haben das ja schon mal gesehen. Das hat geklappt. You open yourself up to the light, through your love for harmony, and through it to face the Lightbringers. Your will and the power of the true light that you serve overwhelm them. Sadly, most of them perish, as if the unnatural link to the light mind was their only remaining life force. One remains, weakened, but flickering with a more familiar warmth. Ask them if they are okay. Also erstmal zwei Punkte Mysticism und Destiny für unsere Auserwählte. Nicht, dass sie damit viel anfangen kann, aber warum nicht? Ask them if they are okay. I am alone. And yet, this light you showed me, dirty, ever entwined with darkness. But so, I don't know how to speak of it. Thank you, I think. Ask them to tell you all they know of the Lightbringers. I am alone. I do not know. I feel a faint imprint of us, but it is fleeting. The light in the earth is strong, burning, trying to come out so badly, but it cannot. The earth holds it still. Oh yes, here, this tree, a root of one you call Mokosh. Earth mother, tree sister, bad. Bad, there is another such root, bigger, stronger. We were to go there too, destroy it all. I must leave, find my own way. Tell them they could stay with you. No, I must not. You have a path to walk. I am unlinked now, but they may take me again. I will go, hide. The light moves away. Go, find the big root. Earth Mother smells like you, too. Maybe there you will find the answers you seek. Thank them and go check on the tree. The tree stump is scorched and bruised, but you see fresh vines of greenery growing on it and giving it renewed life. As you come closer, you feel the touch of the divine upon you, and a call that beckons you to find another such place in the lands of the ancient forest. Bow and thanks and leave. Okay, das heißt jetzt also, es gibt irgendwo einen weiteren Punkt, wahrscheinlich nicht unbedingt hier auf den auf der Karte, sondern Land mit Wäldern, oder nee, Moment mal, das ist, nee, Quatsch, das ist das alte, ist die Stelle mit Spigniew. Heißt das, wenn ich jetzt hier schaue, könnte es sein, dass es hier einen ähnlichen Platz gibt? Das ist jetzt ja quasi diese Insel mit Elfenwald und sowas. Da sollten wir mal vorbeischauen. Naja, ist jetzt auch egal. Wir werden jetzt erstmal... Ach, wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Das heißt jetzt erstmal rasten und ich glaube, wir sollten vielleicht mal schauen, ob wir ritualtechnisch so ein bisschen unsere Leute wieder auf Vordermann bringen können. Spiritual Healing. Healing. Zack. So. Ansonsten gibt es hier zum Beispiel noch Artefakte. Und ich glaube, wir haben die Insel noch nicht mal komplett erforscht. Da oben geht es noch ein bisschen weiter. Ach, die Schlange zählt schon zu den stärksten Charakteren. Das ist ja cool. Also die Schlange ist halt auch richtig fett. Da fällt mir eine Sache, die ich mal machen sollte. Ich schaue einfach nur kurz in der Summary. Na, der momentan stärkste Charakter ist die hier. Ist unsere Serka. Aber es ist immer wieder mal gut, da zu schauen für den Fall, dass mein Spielstand irgendwie verloren geht. Aber jetzt mache ich hier erstmal einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, wir sollten mal schauen, wie es dann bei den Elfen und so weitergeht. Beziehungsweise wir sollten schauen, dass wir vielleicht irgendwie ein Floß hinkriegen. Moment mal, das schaue ich noch kurz nach. Man kann das auch mit Edelstein als Sekundärmaterial bauen. Würde sich vielleicht lohnen. Da könnte man sich so etwas hier basteln. Und das könnte zumindest 2400 tragen und hätte 4 Bewegungspunkte. Das würde echt gut funktionieren. Geile Sache. Sollte ich im Hinterkopf behalten, denn ich mache jetzt eine Aufnahmepause.
Also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß, das ist konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge und Aufnahme von Let's Play Thea 2. Bis dahin, cheerio!